Willkommen zurück, ihr seht Smiley Games. Und heute ist Bob mit dabei. Er fliegt um den Mond, betrachtet die Sterne und ist eigentlich ziemlich einsam. Also auch wenn wir mit dabei sind, ne? Hier, ich bin's, Dona. Ich bin auch ziemlich einsam, weil der gute Moli ist immer noch nicht wieder da. Aber da es uns genauso wie Bob geht, werden wir jetzt dafür sorgen, dass wir uns hier wieder etwas gesellschaftlicher fühlen. Und das machen wir, indem wir doch einfach mal zu den anderen gehen, zu Jebediah und Bill und die vom Mond wieder runterholen und zurück zu Körbel fliegen. Okay, wie machen wir es jetzt am einfachsten? Wir werden mal ein paar Mausklicks tätigen. Hier sind sie gelandet, auf der dunklen Seite des Lachens. Hier wollen wir auch eigentlich wieder hin. Wollen wir wieder hin? Hier sind sie, Jebediah und Bill. Und wir werden gleich einfach mal den Start initialisieren. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen Richtung... Ach, Eikaramba. Das ist auch ein total beschissener Orbit, ne? Wir fliegen mal so schräg rüber. Wird schon passen. Wir haben ja noch viel Treibstoff. Wir machen mal den Motor an. So, und wir sehen, wir haben noch gut 300 Liter Treibstoff anscheinend. Müsste eigentlich reichen. Okay. Treppe eingefahren. Ja. Oh, kann ich das auch noch damals, wenn man irgendwie was gespielt hat und dann hat man immer die Geräusche dazu gemacht. Ich neige sogar bei Computerspielen eigentlich dazu. Ich finde das immer super. Okay, Lichter an. Und ab geht die Post. 3, 2, 1. Lift off! Okay. So. Wir betrachten das gleich mal im Orbit hier. Genau, wir fliegen gerade hoch. Wir lassen unsere Fahne hier auf der dunklen Seite des Lachens. Und begeben uns nun zurück ins Weltall. Ei, wir steigen hier aber echt schnell. Okay. Oh, das ist super. Wir sind schon fast fertig mit Steigen. Im Grunde, ja doch, das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Ich werde schon mal so ein bisschen zur Seite Gas geben. Oh, ich bin schon zur Seite gefallen. Mal gucken, was jetzt passiert. Aha. Ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen nach links rüber eher. Huch. Oder doch nach rechts. Mal gucken. Ja, nach rechts sieht gut aus. Ich bin gerade nur so ein bisschen am Probieren. Ist jetzt hier kein professioneller Start. Eieiei. Oh, und unser Treibstoff sinkt aber schnell. Das ist aber nicht gut. Na gut, dann lassen wir es erstmal so. Und begeben uns jetzt erstmal nach oben. Wir können ja schon mal unser Raumschiff als Ziel angeben. Holy moly. Set as target. Was ist das jetzt hier? Intersect 2 and 1. Ja, genau. Und da ist Moly kein bisschen in Sicht. Aber okay. Das muss dann so. Add Manöver. Und was ist, wenn wir hier Gas geben? Dann wird das schon besser. Oh, ja. Ah, nee. Okay. Doch hier hinten könnten sie jetzt zusammenkommen. Jetzt so ein bisschen rumprobieren. Wir brauchen ja nur ein Intersect. Das wäre jetzt hier Intersect 1. Intersect 1. Na gut, wir sind auch noch nicht ganz aligned. Vielleicht, wenn wir so ein bisschen hier zur Seite Gas geben. So in der Art. Wir sind doch eigentlich hier recht genau drüber. Ach, so viele Punkte hier wieder. Vielleicht so. Oh, das sieht doch... Ist das gut? Ne, das sind zwei verschiedene Intersects. Also, die verschiedenen Punkte geben jetzt an, wo unser Raumschiff jeweils zu dem Zeitpunkt ist. Und wir müssen halt... Also, Intersect 1 heißt, wir sind hier und das andere Schiff ist zu dem Zeitpunkt hier drüben. Und wir müssen jetzt halt gucken, dass das möglichst angeglichen ist aneinander. Vielleicht werden wir noch ein bisschen nach oben Gas geben. So in etwa. Naja, machen wir erstmal unseren Orbit fertig. Ich denke mal, das ist erstmal wichtiger. Oh, müssen wir schnell werden. Na gut. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas. Und in 2 Minuten setzen wir dann den Burn. Eieiei, das ging schnell. Okay, ein bisschen runter. Ganz entspannt. Da ist schon der blaue Marker. Eigentlich kann hier gar nichts schief gehen, ne? Wenn hier der Holy Moly durch die Gegend fliegt. So. Dann beschleunigen wir mal. Eieiei. 180
Liter noch. Hm. Ich hoffe, wir haben uns nicht verkalkuliert. Wir fahren mal das Fahrwerk wieder ein. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz praktisch und wichtig. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, was ich jetzt mache. Aber zumindest sind wir jetzt hier wieder irgendwie im Orbit. Bisschen rund? Ne, Moment, gar nicht rund. Ist gar nicht rund, Moment. Der muss unbedingt noch raus. Ja, okay. Jetzt sieht es schon besser aus. Aber machen wir es mal so. Und jetzt setzen wir irgendwie jetzt ein neues Manöver. Sagen wir mal hier beim AP. So. Beziehungsweise. Hier Target Position at Intersect. Wo ist denn der Intersect am ehesten? Hier doch irgendwie, oder? Mal schauen, was passiert. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, das sind jetzt die geplanten Punkte. Oh, das ist schwierig. Vielleicht ein bisschen später? Da ist einer. Oh, da sind zwei. Was ist denn hier los? Guck mal, das sieht doch gut aus eigentlich. Aber eins und zwei. Oh. Also wir müssen hier irgendwie schneller werden. Was ist das? Nee, das bringt alles nichts. Moment. Also seitlich gesehen sind wir schon wieder sehr gut auf Linie eigentlich. Oder meint ihr, wir sollen das noch ein bisschen ändern? Vielleicht wenn man... Hallo? Na, was macht er denn? Wenn man hier Manöver reinsetzt, wo das noch so ein bisschen seitlich schiebt? Okay, dann sieht das so aus. Vielleicht irgendwie so? Sind wir dann ganz gerade? Sieht so aus. Okay, und dann geben wir ein bisschen Gas. Oh ja, guck mal, hier haben wir jetzt ein Manöver. Okay, Moment. Wir setzen das mal ganz dicht dran. So eine Art. Intersect, Separation, 19 Kilometer. Moment, oh, das ist schon zu weit. So, 9,5 Kilometer. So, 11, oh, wieder 11 Kilometer, ja. Ja, aber auch nur, weil das Ganze halt hier noch höhenversetzt ist. Aber das macht ja eigentlich nichts. Vielleicht, wenn wir das Ganze ein bisschen nach hinten verschieben. Ja, und dann weniger Gas geben? Nee, mehr Gas geben sogar. Okay. Dann sagen wir so. Und dann geben wir so Gas. 7 Kilometer. Wir nähern uns an. Vielleicht noch einen Ticken weniger. Ja, was haben wir jetzt? 10, ein bisschen weniger Gas. So. Na, 2,5 Kilometer. Das sieht doch gut aus eigentlich, oder? Ich glaube, das könnte ganz erfolgreich sein. Und wir müssen nur, ja, 60 Meter schneller werden. Das geht. Okay, das machen wir. Ab geht die Post, wir beschleunigen ein bisschen. Wir müssen, oh, wir müssen in 38 Minuten erst burnen. Können wir nochmal gut warpen. So, 30, 29, geht es noch schneller? Nee, okay. Der Mond, unendliche Weiten. Wir begeben uns in Dimensionen, in die sich noch nie ein Körbel vorher begeben hat. Okay, das klingt so ein bisschen abgeklatscht von irgendwas anderem. Hatte ich auch einmal zwischendurch erzählt. Den habe ich ja geguckt, den neuen Star Trek. Finde ich ja super. Ich fand den ersten neuen Star Trek, sage ich mal, etwas bescheiden. Der war irgendwie, ich weiß es nicht. Der ganze Storyaufbau war für den Arsch in dem Film. Also das hat mir nicht gefallen. Also da fand ich deutlich angenehmer, wie das Ganze im zweiten Teil aufgebaut war, auch wenn das Ende total abrupt kam. Aber insgesamt hat man eher verstanden, wieso die einzelnen Charaktere gehandelt haben, wie sie es nun mal getan haben. Weil vorher auch so, da war's. Achtung, Spoiler. Oh! Also, der Spoiler hört auf, sobald ich wieder burne. Da hieß es nämlich, oh, der Captain Kirk, der hat was Böses gemacht. Schmeißt sie vom Schiff, schmeißt unseren Captain vom Schiff, wir meutern. Und es war alles ganz normal. Und 5 Minuten später kommt Kirk wieder an Bord. Hoi, ich bin euer Captain. Wir machen so weiter. Und das fand ich total lächerlich. Also, sorry, ich war ein bisschen geschockt, wie schnell das gerade ging. Und irgendwie gefiel mir das alles nicht. Vor allem die ganze militärische Rangfolge war hinüber. Spoiler vorbei, auch wenn wir schon längst geburnt haben. Burn, Baby. Okay. Auf jeden Fall. Oh, das sieht schön aus. Oh. Ja, deswegen liebe ich ja die Raumfahrt, ne? Für diese kurzen Augenblicke der Stille,
der Romantik. Oh, wir lauschen der Musik einmal ganz kurz. Ist das schön. Oh, schau den Jupiter hier an. Oh, das ist schön. Okay, schauen wir uns mal unseren echten Punkt jetzt an. Ich glaube nämlich, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Okay. Okay, wir müssen in die andere Richtung burnen. Hui. So in etwa. Und dann auch nur ganz leicht. Und dann so in der Art. So, 6,5 Kilometer. Gucken, vielleicht kriegen wir es noch weniger. Nee. Okay, wieder ein bisschen nach vorne. Und dann sind wir im Grunde schon wieder an unserem Schiff. Wunderbar. Moment, so in der Art. Kann ich jetzt hier gucken? 3, 2, nein! Nein! Das ist wie bei Klausuren, wenn man irgendwie was verschlimmbessert, ne? Wenn man. Ah! Nein! Ne, wenn man vorhat irgendwie. Wenn man sieht, oh Mensch, das könnte nicht ganz richtig sein, schreibt man lieber was anderes hin und vorher war es eigentlich viel besser. So, auf 2 kriegen wir es aber. 2,5. Wunderbar. Und jetzt beschleunigen wir einfach. Und fliegen hier rum. Sobald wir hier ankommen, das wird super, sind wir schon ganz nah am Holy Moly, schon wieder dran mit unserem Holy Moly Lander. Das wird richtig gut. Okay. Ist hier wie bei so einer kleinen Rennstrecke. Oh, und jetzt kommt aus der inneren Kurve der Holy Moly. Er holt auf. Was wird er tun? Wird er es schaffen, das große Rennen um den Preis des Mondes zu besiegen? Moment, was rede ich hier eigentlich für Mist? Okay. Naja, auf jeden Fall, er holt aus der Innenkurve raus. Und Holy Moly Lander, er fühlt sich bedroht. Wird er ihn abschneiden? Oh nein, was geschieht? Sie fahren einfach direkt nebeneinander her. Und docken aneinander an und haben sich ganz doll lieb. Oh ja. Ach, ich rede heute auch wieder nur Mist, ne? Aber gut, wir sind schon ganz dicht dran und ich schalte mal wieder in unsere Hauptansicht. Denn mit etwas Glück sehen wir ihn bereits. Da ist er. Okay, dann. Ich überlege gerade, beschleunigen wir in seine Richtung? Ich glaube noch nicht. Noch nicht, einfach aus dem Grunde, dass wir noch zu weit von ihm weg sind. Noch 13 Kilometer. Das lohnt sich noch nicht. Sondern erst, wenn wir wirklich hier sind, werden wir etwas abbremsen. Das wird super.